Antonio sagt, er hat dich total angeschnauzt. Er hat mich zur Sau gemacht. Den Typ knüpfe ich mir vor. Was genau hat er gesagt? Dass ich eine fiese Lügnerin und eine Schlampe bin. 17 neue Nachrichten. Das ist hartnäckig. Ich finde, das ist dumm dreist. 20 SMS. Die sind sicher nicht von deiner Mom. Über die ganze Nacht verteilt. Sag mal, schläft der Typ eigentlich nie? Das ist mir unheimlich. Was ist passiert? Vicky, sie saß im Unfallauto. Ich übernehme. Könnte sein, dass ihr Sohn eine Einblutung im Hirn hat. Er muss nochmal operiert werden? Meine Vicky ist auch gerade im OP. Sie ist über den Berg. Max auch. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du... Nein, bitte, bleib hier. Schön, dich zu sehen, Markus. Papa. Jan hatte einen Auftritt in München. Aha. Mama, wir müssen die Laborberichte noch durchgehen, ne? Wie dringend ist es? Ja, sehr dringend. Dann will ich nicht weiter stören. Ich komme dann später nochmal. Ich muss mit dir reden, Johanna. Einverstanden. War schön, dich zu sehen. Ich weiß wirklich nicht, was ich getan hätte, wenn Vicky das nicht geschafft hätte. Jetzt liegt sie hier so friedlich, so als wäre gar nichts passiert. Vickys Werte sind soweit stabil. Wenn man der Sonographie glaubt, dann scheint der Fibrinkleber zu halten, die Milz. Die Frakturen sind dann ja erst beim nächsten Mal dran. Ach Gott, da möchte ich gar nicht dran denken. Die Oberschenkelfraktur wurde durch einen Fixateur extern provisorisch erst einmal gerichtet. Und als nächstes kommt dann die Clavicula-Fraktur dran. Und dann die Rippenfrakturen und der Rest in logischer Reihenfolge. Roland, vor uns liegt unsere Tochter, die gerade einen Autounfall überlebt hat. Und du redest hier, als würdest du um irgendeine x-beliebige Patientin gehen. Man ist, was man ist. Es gibt keine x-beliebigen Patienten, nicht? Ein Arzt. Vicky hat überlebt. Dafür sollten wir dankbar sein. Das bin ich auch. Aber sie wird noch sehr lange hier in der Klinik bleiben müssen. Roland, Vicky braucht uns jetzt. Zwar nicht nur als Ärzte, sondern auch als Eltern. Hm? 20 Jahre. Ich sehe und höre seit 20 Jahren nichts von Papa. Jetzt steht er einfach hier so in deinem Büro. Was will der? Ich weiß es nicht. Noch nie in seinem Leben irgendwas ohne Hintergedanken getan, also was? Er wirkte, wie soll ich sagen, er wirkte so angestrengt, findest du nicht? Ja, keine Ahnung, wer soll nicht das wissen? Markus, es war schön, dich wiederzusehen. Komm, lass uns auf den Kaffee. Nee, ich will nicht über diesen Typen sprechen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass dich das gerade eben... Halt gelassen hat! Nichts auf diesem Planeten, was mich weniger interessiert als dieser Typ. Markus.
Moment. Ich habe wirklich Besseres zu tun, als mich über einen Mann zu unterhalten, der mich gezeugt hat und uns dann verlassen hat. Siehste, er hat's kapiert. Schon wieder eine SMS von ihm, Sven? Nee, nicht von Sven. Seit Karin ihm eine ordentliche Ansage verpasst hat, per SMS nicht mehr. Du? Mhm. Henriette hat sich nicht getraut. Also habe ich ihm eine Nachricht geschickt, dass er sie nicht mehr belästigen soll. Und seitdem gibt er Ruhe. Mhm. Männer brauchen eben klare Ansagen. Ach, Henny, nimm dir das nicht so zum Herzen. Ich habe echt gedacht, dass es zwischen mir und Sven was werden könnte. Jeder greift mal daneben. Ja, aber bei euch nicht. Ihr habt tolle Männer. Und mir passiert das immer. Und wenn sich ein Mann mal wirklich für mich interessiert, dann ist es gleich so ein Griff ins Klo. Süße, das ist doch Quatsch. Du weißt doch, dass ich auch schon viele Nieten gezogen habe. Ja, aber du hattest wenigstens ordentlich viel Beziehung und ordentlich viel Affären. Hey, nee, jetzt nimm mir das nicht so zu Herzen. Der Richtige kommt schon noch. Aha. Ich nehme an, das ist unser junger Fußballer. Ich bin Professor Lindner. Die Schwester bringt sie jetzt zum Röntgen und nachher kümmere ich mich um sie. Okay. Vielen Dank. Frau Stölzl, ist was mit Max? Sein Zustand ist unverändert. Wir haben ihn doch freigegeben. Ich muss irgendwas machen. Das Warten macht mich wahnsinnig. Frau Professor, bitte sagen Sie mir ganz ehrlich, wie steht's um Max? Wir haben Max in ein künstliches Koma versetzt. Sein Körper braucht diese Regenerierungsphase. Und es ist auch gut so, damit er sich stabilisiert. Wenn ich ihn verliere, dann... Ich weiß nicht, ob ich das pack. Wissen Sie was, Frau Stölzl? Wir stellen das jetzt mal beiseite. Und dann kommen Sie mit mir mit auf die Intensiv. Wirklich? Ja, ich bin sowieso auf dem Weg zu Max. Kommen Sie. Und dann können Sie mich alles fragen und ich gebe Ihnen Antwort. Danke, Frau Professor. Ich hab schon gedruckt. Doppelt hält besser. Jan Severin. Hallo, Alois. Für dich immer noch Herr Hofer, ja? Also mit dir wird da gar nicht gerechnet. Was willst denn du? Ich hab Johanna besucht. Meinen Sohn gesehen. Muss ja ein fröhliches Wiedersehen gewesen sein. Ich wundere dich nicht, dass du kein blaues Auge hast. Johanna war sehr höflich. Markus war, naja, etwas verhalten. Hast du was anderes erwartet? Nein, nicht wirklich. Du hast ja nichts verloren, ja? Wir haben es auch ohne dich geschafft. Wir sind glücklich. Das freut mich sehr. Dich vermisst ja keiner. Dich braucht keiner da. Ist das klar? Ja, das ist klar. Also, was willst du denn da? Willst du uns wieder wehtun, oder was? Nein. Wie gesagt, das ist nur ein Besuch. Ich nehme den Nächsten. Du hast dich auch nicht geändert, Alois. Du auch nicht. Warum ist Dr. Jung bei ihm? Hat nicht Dr. Bernheimer ihn operiert? Doch, aber er ist bei Vicky. Verstehe. Wie geht es ihr? Blutdruck steigt. Möglicherweise eine Reaktion auf den steigenden Hirndruck. Der Puls fällt ab. Und zwar reflektorisch. Scheiße. Holen Sie sofort Dr. Bernheimer. Was bedeutet das? Stirbt mein Max jetzt?
Monate fast, eine beginnende Hirnstammeinklemmung. Ja, das wäre dann der perfekte Albtraum. Was ist mit ihm? Was genau los war, kann ich jetzt nicht sagen. Aber Dr. Bernheim und Dr. Jung haben ihn wieder stabilisiert. Danke. Kann ich jetzt zu ihm? Sobald es ihm etwas besser geht, ich verspreche es Ihnen, sorge ich dafür, dass Sie zu ihm können. Wir sollten Sie jetzt in Ruhe arbeiten lassen. Ja. Kommen Sie. Zweiachtiger Parol. Dankeschön. Ach ja. Danke. Herr Hofer. Ha, was ist? Also passen Sie auf, ich habe einen genauen Fahrplan gemacht. Aha, gut, und der wäre? Also an den Tagen mit den ungeraden Zahlen, da fahren Sie. Ja. Und an den restlichen Tagen fahren Sie. Ja, einverstanden, aber, okay. Aber heute müssen wir eine Ausnahme machen. Warum? Ja, weil es doch besser ist, wenn ich mein Auto so elegant von dem Platz wegfahre. Unser Auto, Herr Hofer, unser Auto. Oder leiden Sie plötzlich an Amnesie? Da schauen Sie her, das ist pfundig, gell, da hin? Ja, nicht schlecht. Ja, macht mal gleich einen Spritz für mich. Freilich, ich fahre. Nein, also wie gesagt, es ist besser, wenn ich fahre. Provinzmacho. Ja. So. Mesut. Ja. Mesut, bitte, du achtest mir auf alles. Ja, wie immer. Ja. Also, komm mal zu mir. Ja, bin schon da. Also schon, auf geht's. Schöner Tag noch, Herr Borowski. Für die Mesut. Ich habe Markus vorhin getroffen. Er wirkte so angespannt. Ist irgendwas vorgefallen? Jan ist aufgetaucht. Jan? Markus Vater Jan? Mhm. Der war doch seit einer Ewigkeit nicht mehr hier. Fast 20 Jahre. Ja, was will der hier auf einmal? Nach allem, was du erzählt hast, war das ja keine so unproblematische Trennung. Vor allem, dass er Markus und mich von heute auf morgen verlassen hat. Nicht schön. Wie war das jetzt für dich, ihn zu treffen? Kannst du dir ja vorstellen, dass ich nicht besonders begeistert war, als er plötzlich aufgetaucht ist. Und er? Sieht schlecht aus. Na ja, Gott. Wir werden alle älter. Mhm. Was will der hier? Ich weiß es nicht. Komm, was? Na gut, spät. Also, die Entlassungspapiere. Danke, ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Fußballspiel? Vielleicht. Tschüss. Ciao. Na? Haben wir schon Pause? Nee. Aber Oberschwester Ursula ist mit ihrem Hauptgewinn unterwegs, also haben wir sturmfreie Bude. Nee, das können wir doch nicht machen, oder? Ach komm, ein bisschen frische Luft schnappen. Hat noch keinem geschadet. Okay. Schnappen wir gemeinsam. Der schnucklige Fußballspieler, der hat's dir angetan, oder? Nee, nicht wirklich. Aber? Aber er hat mit mir geflirtet. Ist doch schön. Jetzt hör auf. Das heißt noch lang nichts. Doch, es heißt, dass die Welt nicht nur mit solchen bescheuerten Typen wie diesem Sven bevölkert ist. Komm. Also ich mache ihn nicht nochmal auf. Ich meine, wenn es uns gelingt, den Blutdruck so zu stabilisieren, dass er für Leber und Gehirn in Ordnung ist oder zumindest akzeptabel, dann hat der Junge doch eine relativ gute Chance. Wenn aber der Blutdruck im Gehirn ansteigt, wird der Hirnstamm eingeklemmt und das Atemzentrum geschädigt. Wir werden darauf achten, dass der Perfusionsdruck stark genug bleibt. Ich meine, er darf einfach nicht zu niedrig eingestellt werden, damit er noch ankommen kann gegen den Hirndruck, oder? Entschuldigung. Charlie?
Alles okay? Ja. Könntest du ihn dann bitte etwas tiefer sedieren? Der Beatmungsdruck muss weiter runter. Erklär mir bitte nicht meinen Job. Ja? Ich habe die Beatmung ganz fein eingestellt. Okay. Ja, dann können wir nur noch hoffen, dass der Hendrik sich senken lässt. Also für uns gibt's hier im Moment sowieso nichts anderes zu tun, als zu warten. Ja. Ich das hasse. Ich habe keinen Hunger. Okay. Was ist passiert? Mein Vater ist wieder aufgetaucht. Also mein leiblicher Vater. Wie bitte? Ja. Der steht bei Johanna im Büro und grinst mich an. Okay, das ist in der Tat eine Überraschung. Ich habe den 20 Jahre noch nicht gesehen. Und der steht da und der tut so, als ob das Normalste der Welt wäre. Was will er hier? Das interessiert mich nicht. Ich habe gedacht, ich habe ihn vergessen. Also ich habe gedacht, das wäre mir vollkommen egal, wo und ob der lebt. Der hat sich 20 Jahre lang einen Dreck um mich gekümmert. Der hat überhaupt keine Ahnung von meinem Leben. Der weiß noch nicht mal, dass wir beide verheiratet sind. Umso mehr ein Grund, mit ihm zu reden, Markus. Nee, dem bin ich wirklich keine Erklärung schuldig. Nein, bist du nicht. Aber er dir. Stell ihm deine Fragen. Wozu? Weil dein Vater lebt. Marie, das tut mir leid. Das muss es nicht. Ich bin doch bei euch bestens aufgehoben. Aber Markus, du hast gerade eine einmalige Chance. Lass ihn nicht verstreichen. Gib's doch gleich gesagt, wir brauchen kein Navigationsgerät, aber auf mich hört er keiner. Also ich verstehe das nicht, doch. Ja, ich schon. Was? Ja, das Gerät, das taugt einfach nichts. Also ein Navigationsgerät soll uns genau orten und korrekt ans Ziel bringen. Wenn man es bedienen kann, schon. Ja, ich kann's. So. Ja. Was steht denn da? Ihr Ziel, Sonnenberg. Sonnenberg. Sonnenberg bei Berlin, Herr Hofer. Und wo sind wir? In Bayern. Hoffentlich jedenfalls. Ja, woher soll denn ich wissen, dass die da drum auch einen Sonnenberg haben? Da? Herr Hofer, wo wir hinwollen, da gibt's bloß einen Weg hin. Und das wissen Sie so genau? Ja, das weiß ich so genau. Es sei denn, es ist über Nacht der zweite Straße gebaut worden. Also wissen Sie, was ich schaue jetzt in der Gebrauchsanweisung noch. Das muss doch Brezen einfach sein, das Gerät zu bedienen. Da. Wissen Sie was, Herr Hofer, Sie visitieren jetzt eine Gebrauchsanweisung und ich fahre dabei weiter. Nein, also so einfach geht's ja auch nicht. Also, gleich aus, Herr Hofer. Ja. Nein, Gott, Männer. Das ist einfach. Ich sag, ich hab's dann gleich. Bitte, ich brauch da bloß nachschauen. Steig's auch jetzt. Ja.
Ihr Kompensation, Frau Reisinger. So. Frau Professor, was ist mit meinem Sohn? Frau Stölzl, ich habe doch schon vorhin versucht, Ihnen alles zu erklären. Aber ich kann doch nicht einfach nur rumsitzen und nicht wissen, was mit meinem Jungen ist. Dr. Jung und Dr. Bernheimer sind bei ihm. Und sobald ich Näheres weiß, sind Sie die Erste. Aber wann wird das sein? Entschuldigung. Frau Stölzl, ich kann sehr gut verstehen, wie schwer das für Sie ist. Aber Lukas, was machst du hier? Ich wollte Max besuchen. Frau Stölzl, wie geht's ihm? Ich weiß es nicht! Frau Stölzl, Max ist stark. Der packt das. Vicky hat auch schon das Schlimmste überstanden. Was, wenn er jetzt nicht mehr stark ist? Frau Stölzl, nein. Nicht so denken. Das hilft weder Max noch Ihnen. Frau Stölzl, darf ich mit Ihnen warten? Wir können in die Cafeteria gehen. Zwei seiner besten Freunde hier mit Verletzungen. Zum Glück ist er an dem Abend nicht mitgetrennt. Weißt du, wie es Vicky und Max jetzt geht? Max ist noch nicht über den Berg, aber Vicky geht's ein bisschen besser. Hast du dir was überlegt, was du jetzt machst mit Sven? Ich werde noch mal mit ihm reden. Diese ganzen SMS und die Anrufe, das geht einfach nicht. Aber das wird ein Gespräch unter vier Augen sein müssen. Wenn du meinst. Er ist da drin. Wer? Dein Sven. Das musst du sie schon selber fragen. Naja, ich hab sie halt nicht gesehen. Deswegen würde ich halt gerne ihren Dienstplan wissen. Wenn Henriette dir ihren Dienstplan verraten möchte, dann wird sie das mit Sicherheit auch tun. Naja, vielleicht kannst du ihn mir ja geben. Wie gesagt, es ist Henriettes Dienstplan. Verstehe. Aber die Blumen. Die kannst du ihr von mir geben und ich kann sie hier lassen, oder? Ja, tu, was du nicht lassen kannst, sie verschwinde. Ich habe ja echt zu tun. Also, mir geht der Typ langsam auf den Keks. Seltsam ist seine Fragerei schon. Seltsam, das ist extrem lästig. Scheiße, er kommt. Oh. Henny, du hast gerade deinen Freund verpasst. Das ist nicht mein Freund. Was ist überhaupt los mit dem Typen? Warum will er deinen Dienstplan sehen? Er nervt. Okay, du hast auch schon mal besser ausgesehen. Halt die Klappe. Da ist sie wieder, unsere Vicky. Frech wie immer. Und dumm. Ich weiß nicht, wann und wie dieser scheiß Unfall passiert ist. Erzähl mir das mal. Ich kann mich immer noch nicht daran erinnern, wie ich damals unter Antonios Auto gekommen bin. So nur Sekunden. Ja, und zack, liegt man schon im Bett. Und bekommt nur noch Schonkost. Hey, soll ich den Hamburger reinschummeln? Ich würde sagen, das mit den Geheimaktionen, das lassen wir erst noch mal, oder? Vicky ist unschuldig. Mhm. Sie sieht manchmal zumindest so aus. Entschuldige, mein Schatz, ich musste mich auch mal um die anderen Patienten kümmern. Gott sei Dank bist du endlich da. Muss ich mir nicht mehr Luckys langweilige Geschichten anrufen. Da ist sie ja wieder, ganz die Alte. Ich gehe mal davon aus, dass du ja noch nichts von Max gesagt hast, oder? Kein Wort, das habe ich meiner Mama versprochen. Warum redet ihr von Max? Was ist denn mit ihm? Immerhin, an den Ohren scheinst du nichts abgekriegt zu haben. Darf ich dich daran erinnern, wenn ich dir das nächste Mal etwas verbiete? Mama, was ist denn mit Max? Dr. Jung ist bei ihm. Wir kümmern uns alle um ihn. Ich gehe mal zu Frau Stölzl. Ich glaube, sie wartet auf mich. Bis später. Sag Max bitte die Begrüße von mir.
Mach ich. Was ist denn jetzt genau passiert? Euer Freund mit dieser... Also das ist nicht unser Freund. Wir sind getrampt und er hat uns mitgenommen. Getrampt? Du stellst dich an die Straße und fährst mit irgendeinem fremden Arschloch mit. Habe ich dir das nicht oft genug gesagt, dass das scheiße gefährlich ist? Aber du hättest mir doch nie erlaubt, zu einem Rave zu gehen. Du wolltest ins Kino gehen und dann gehst du auf diese blöde Party. Ich verstehe das nicht. Ich meine, warum lügst du uns an? Was zum Teufel geht in deinem Kopf vor? Das muss ja nicht jetzt sein. Vicky, ich bin so froh, dass es dir wieder besser geht. Ich auch. Du Tramp. Sind wir schon wieder da? Ja, weil sie im Kreis rumgefahren sind. Ich hab mir gedacht, sie kennen ihn da aus. Was ist denn los mit deiner Hofe? Ist ja nicht schlecht. Nein, sonst aber... Sonst mal vertrunken sie das Autofahren nicht. Nein, aber so wie sie jetzt da gerade gefahren sind, das ist halt ein bisschen... Soll das eine Beschwerde sein? Nein, um Gottes Willen. Nein. Schauen Sie, es ist ein sportliches Auto, das gehört auch sportlich gefahren. Genau, und darum fahren wir jetzt auch sportlich weiter. Aber er sollte nicht ich einmal ein bisschen wieder fahren? Herr Hofer, in einem Zustand kann ich ihn doch nicht ans Steuer lassen. Also, liebe Frau Reising, wenn Sie nur wollen, dass ich länger unter den Lebenden bleibe, dann lassen Sie mich auch einmal wieder fahren. In Gottes Namen, Herr Hofer, fahren Sie. Ja. Das Menschenwille ist sein Himmelreich. Ja, danke. Jetzt ging es weiter. Oh. Handbremse habe ich auch gezogen, Herr Hofer, gell? Ja, schon recht. So, jetzt geht's mir schon wieder besser. Ja, Einbildung ist auch eine Bildung. Auf geht's, Herr Hofer. Jetzt fahren wir da drunten diesmal rechts und nicht links. Ja. Herr Hofer, gell? Ja. Langs da vorne fahren wir jetzt rechts rein. Wenn man von Teufel spricht, da ist er. Ja. Ah, Markus. Markus, bleib hier. Bitte schön. Das ist Jan Severin, mein sogenannter Vater. Das ist Marie Egger, meine Frau. Marie Egger? Ach, die kleine Marie Egger, die mit den blonden Zöpfen? Ist ja deine Sandkastenliebe. Ja, genau die. Und die blonden Zöpfe, die trage ich heute sogar noch manchmal. Ah, freut mich, dich wiederzusehen. Freut mich, Herr Severin. Wir sehen uns gleich in der Arztbesprechung. Ja. Entschuldigung, ich wusste ja gar nicht, dass ihr verheiratet seid. Ich habe mich damals wohl nicht ganz korrekt verhalten. Ich kann verstehen, dass er wütend auf mich ist. Ihr Auftauchen war für uns alle eine ziemliche Überraschung. Mein Gott, wäre ja auch nicht besser gewesen, wenn ich vorher angerufen hätte, oder? Nein, wahrscheinlich nicht. Er braucht etwas Zeit. Haben Sie etwas Geduld? Geduld? Vielleicht haben Sie ja recht. Ich muss es leider auch bauen zur Besprechung. Sie entschuldigen mich? Ja, klar. Schön, dass wir geredet haben. Angenehm. Tschüss. Tschüss. Dr. Jung, wie ist der Zustand von Vicky und Max? Vickys Milzruptur konnte erfolgreich operiert werden. Sobald die Werte stabil sind, kümmern wir uns um die Frakturen. Und wie steht's um Max? Nicht so gut. Hirndruck? Wenn der Hirndruck nicht sinkt, dann wird der Hirnstamm angeklemmt und das führt ja bekanntermaßen zum Versagen des Atemzentrums. Ich werde mich um seine Mutter kümmern. Sie ist schon mal zusammengeklappt, nimmt aber keine Sedative an. Können wir denn gar nichts mehr für den Jungen tun? Aus medizinischer Sicht haben wir das bereits getan. Machen Sie sich mal keinen Kopf, ja?
Was ist mit dem Unfallverursacher? Sitzt der in U-Haft? In diesem Trottel, der sich high ans Steuer setzt? Ja, und dabei einen Familienvater auf dem Gewissen hat und zwei Jugendliche so schwer verletzt, dass wir jetzt noch um ihr Leben bangen müssen. Wir packen das dann hier alles wieder zusammen. Ich fürchte, Frau Stölzel könnte sich was antun, wenn Max stirbt. Lassen Sie uns die weiteren Patientenfälle besprechen. Mein Handy. Aber nicht wieder dieser Psycho. Ja, es ist von Sven. Boah, das gibt's doch nicht. Sag mal, Henny, warum hast du eigentlich dein Handy an? Ich wollte wissen, ob er die Nachricht von der Karin versteht. Ja, offenbar nicht. Der gibt ja immer noch keine Ruhe. Und vorhin war er noch hier und fragt nach deinem Dienstplan. Du hast recht. Wie immer. Was hast du jetzt vor? Ich würde die Nummer wechseln. Nee, das geht zu weit. Henny, wenn du ihn loswerden willst, dann doch nur so. Aber ich will ihm einfach nicht so viel Macht über mich geben. Und warum soll ich mich immer nach ihm richten? Weil der Typ offenbar zu blöd oder zu krank ist, ein klares Nein zu verstehen. Okay, ich mach mein Handy aus für kurze Zeit. Damit er begreift, dass er mich in Ruhe lassen soll. Ob das reicht? Muss. Okay, dann können wir ja weitermachen. Taponal. Ein Mr. Lift. Okay, komm sofort. Markus. Bist du immer noch da? Markus, ich kann verstehen, dass du überrascht bist, mich wiederzusehen, aber... So, und jetzt erzähl mal. Wundert dich das? Nein. Du bist damals abgehauen. Du hast Mama alleine gelassen. Du hast mich alleine gelassen. Mama hat nächtelang geheult. Und da stehe ich dann, als Zwölfjähriger. Und als Zwölfjähriger darf ich eine Mutter trösten, die keine Ahnung hat, wie sie mit dieser Situation klarkommen soll. Und mit Opa war es genau das Gleiche. Markus, ich wollte dich so oft anrufen. Dann habe ich wieder aufgelegt. Oh Gott, vergiss es. Ich wollte dich nicht durcheinander bringen. Ich bin Musiker. Für einen Musiker gab es damals in Sonnenberg keine Zukunft. Ist das jetzt dein Ernst? Ist das deine Erklärung? Ja, das ist meine Erklärung. Für dich steht doch dein Beruf auch an erster Stelle. Das kann man doch überhaupt nicht vergleichen. Ich habe keine Kinder. Ja, eben. Ristretto. Kannst du den bitte aufschreiben? Ach, was? Ja, ich übernehme ihn schon. Wie gnädig. Ja, hier, stimmt schon. Ja, ja. Lassen. Ich sag mal, das war bei unserer ersten Wanderung auf die Zugspitze, weißt du noch? Und da sind wir an diesem Bauernhof vorbeigekommen. Du hast mich so angefleht, du wolltest unbedingt eins von diesen Katzenjungen mitnehmen. Und ich hab dir gesagt, das geht nicht. Die sind zu jung. Die kann man nicht von der Mutter trennen. Papa, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du dahin verschwinden, von wo du gekommen bist? Wir haben dich damals nicht gebraucht und wir brauchen dich jetzt auch nicht. Bitte. Bitte, Henny, bitte! Mesu, ich bin wirklich todmüde. Ich muss einmal wieder ausschlafen. Ich mach's auch wieder gut, versprochen. Könnt ihr nicht ein andermal ins Kino gehen? Nein, weil das ist unsere einzige Chance. Nur heute ist der Oberdrache nicht da. Ich übernehme auch, sagen wir, eine Nachtschicht. Hm? Und was ist, wenn der Oberdrache gleich kommt? Ja, aber das wird sie nicht, weil sie genießt gerade ihre Zeit mit Herrn Hofer im neuen Auto. Und so schnell kommen die nicht wieder. Und wenn die wirklich wiederkommen, dann sind wir bis dahin schon 10-mal wieder hier.
Henny, Karin und ich werden dir bis ans Lebensende wieder dankbar. Wieso? Jetzt übertreib nicht so. Okay. Trotzdem danke. Okay, okay, hau ab. Ja. Danke, Henny. Danke. Ja. Mir bleibt nur mein verrückter Spinner. Neue SMS. Der spinnt. Hey, Herr Hofer. Hey, jetzt auch nichts dafür. Was ist jetzt? Was denn? Herr Hofer? Na, bitte schön. Jetzt auch nicht, was ist denn? Jetzt? Was ist? Du weißt jetzt auch nicht, was los ist. Jetzt probieren Sie es halt noch mal, Herr Hofer. Ich weiß ja auch nicht, an was das jetzt da liegt. Männer und Technik. Ich verstehe ja das auch nicht da jetzt. Herrschaft, zeig mir mal. Also an der Batterie kann es ja nicht liegen. Ja, jetzt schauen Sie mal, ob nur Benzin drin ist. Das habe ich alles kontrolliert. Die schenkt noch nicht ein Auto her, wo der Tank halber leer ist. Nein, nein, nein. Ist alles voll. Ja, jetzt schauen Sie doch mal nach, was steht denn da? Ja, voll. Ja. Herr Hofer, das ist das Kühlwasser da, das ist das Benzin. Ah, das? Ja, lecker mio. Leer. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. Ja, mir kommt ja nicht sowas. Ja, wenn wir die ganze Zeit im Kreis umeinander fahren. Was heißt denn da mir? Sie sind gefahren. Ich bin gefahren. Ja. Erna Navi hat uns in die Pampa geschickt. Ja, wenn es nach dem Navi gegangen wäre, wären wir jetzt schon halber in Berlin drauf. Jetzt bin ich wieder an allen schuld. Ja. Herr Hofer, das ist unser gemeinsames Auto und wir stehen das jetzt auch gemeinsam durch. Gut, und was ist jetzt? Jetzt gehen wir gemeinsam zur Tankstelle und holen ein Benzin. Ach, das darf doch nicht wahr sein, bei dem wieder. Ach, geh. Ja, was wollen Sie sonst machen, Herr Hofer? Wollen Sie da warten und auf eine göttliche Eingebung hoffen? Na, Frau Reisinger, ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Wir machen jetzt eine ganz gemütliche Brotzeit da vorne in dem Stadel da drin. Ha? Das ist doch was. Eine schöne Brotzeit, wir zwei. Ha? Also gut. Vom Wetter lassen wir uns nicht abschmecken. Abo. Frau Stölzel, wie? Wie geht's mit Max? Ich weiß es nicht. Wir tun wirklich alles. Also ich mein, tun Sie doch etwas! Tun Sie was! Ich will nicht, dass mein Max steht! Wolltest du mich sprechen? Ich will einfach nur meinen Sohn besuchen. Muss hier alles nach Plan gehen? Du hast dich 20 Jahre lang nicht blicken lassen. Kein Brief, keine Mail. Plötzlich stehst du hier. Warum? Ich hatte Sehnsucht nach euch. Nach meinem Sohn. Nach dir. Du bist doch nicht hierher gekommen, um an alte Zeiten anzuknüpfen. Wäre das so schlimm? Es geht nicht mehr. Man kann das Vergangene nicht einholen. Wahrscheinlich hast du recht. Wie immer. Warum hast du dich nie bei Markus gemeldet? Mein Gott, ich wusste einfach nicht, was ich mit ihm reden soll. Als er klein war, da habt ihr doch einiges miteinander unternommen. Ja, schon, aber... Aber dann habe ich irgendwann den Zugang zu ihm verloren. Er wurde älter. Ich wusste nichts mehr von seiner Schule, von seinen Freunden, seinen Hobbys. Aber ich meine, das ist ja ein ganz prima Junge geworden. Der ist ja zu einem richtigen Mann herangewachsen. Auch ohne mich. Vielleicht gerade deshalb.
kann sein. Ich hab das ja immer bewundert, wie du das hinkriegst. Ich meine, du warst so eine tolle Mutter, dann so eine super Karriere. Was ist wirklich los? Ich würde mich gern mit Markus versöhnen. Ich weiß noch nicht, ob ich das noch hinkriege. Sonst gibst du doch auch nicht so schnell auf. Wenn einen die Umstände dazu zwingen. Es ist nicht leicht. Du bist Ärztin. Bist du krank? Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Ich werde sterben. Wir dürfen keine Familienangehörigen operieren. Johanna, bitte, dann mach eine Ausnahme. Ja, wo ist denn unser Auto? Herr Hofer, das haben sie uns gestohlen. Ich hab's ja gleich gesagt, dass man da nicht stehen lassen können. Glaubst du es? Lass mich doch bitte mal erklären, was wir überhaupt nach 20 Jahren scheiß ich auf deine Erklärungen. Okay, der Typ will eine Ansage, er kriegt eine Ansage. Ich geh nicht ran. Aber ich. Und das wird sein erster und letzter Anruf bei uns. Was macht der da unten? Wieso? Hier ist alles gut. Wollen Sie abbrechen? Ich hab hier eine Tachyarrhythmie. Verdammt, was machen die denn da?